Was geht, euer Little Rabbit? Der PST wieder am Start zu einer neuen Folge Metro Exodus. Wir sind jetzt bei diesen komischen Spacken hier angekommen. Mit den. Lol. Okay, egal. Mit den Armbrüsten. Heißt das so? Armbrüste? Ich hab keine Ahnung. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Schlange. Ja, so wie es aussieht, muss ich da runter. Zu der Schlange. Toll. Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt. Ey, das ist meiner. Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben. Der die anderen nicht herbringt. Oh. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat beschließt dann, ob wir ihn töten. Ich will meinen Rucksack wieder haben. Mal und da hoch, ey. Oha. Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Tja, dann erschieß mich. Oder hau ab. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung muss dem Lehrmeister sagen, dass ich unsere Leute verteidigt habe, dass ich mich nicht verdrückt habe, dass ich die Mädchen nicht bedrängt habe. Lehrmeister, ich bin hier. Kann ich dir nicht irgendwie helfen? Ah, egal. Ja, wow, jetzt habe ich meinen Rucksack, aber meine Waffen nicht, oder was? Ist ja scheiße. Ah, egal. Okay. Oh, einmal Spritze.
Er hat einen Treffer vom Gebieter abbekommen. Vermutlich hat der Gebieter auch die Dealer weg. Ist im Lager gegangen, sind klar gekommen. Hat alles gedauert. Na und? Wir müssen wenigstens die Leichen holen. Wenn wir das nicht machen, werden wir als Feiglinge beschimpft. Genau. Also los. Ja. Ja. Aber sag mir eins. Wie habt ihr es geschafft, den Gebieter nicht zu sehen? Er kann leise gehen. Und wir waren abgelenkt. Ein weiterer Eindringling ging in die Falle. Und Eugene forderte vor lauter Aufregung die ganze Beute oder zumindest die Späte. Ein Eindringling? Cool. Olga hat davon gar nichts gesagt. Sie ist nicht einmal mit uns gekommen. Naja, und? Wo ist er? Hängt er noch herum, dass der Gebieter ihn nicht erwischt hat. Noch mehr Gründe, uns zu beeilen. Ja, lasst uns einen Zahn zulegen. Alles klar. Ich würde sagen, die bin ich ganz nice im Gang. Ich höre die reden. Oder irgendjemanden reden zumindest. Da sind auf jeden Fall welche. Und da hinten muss ich hin. Okay. Komm, Digga, bleib ein bisschen stiller stehen und dann kriegst du einen. Tut mir leid. Der musste sterben. Was ist das? Oh lol. Voll. Okay, da ist das Lager, da muss ich hin. Ist jetzt natürlich nicht so geil. Vor allem, wenn ich sehe, was da alles abgeht. Okay, anscheinend benutzen die auch gerne Stolperfallen. Die wissen auf jeden Fall noch nicht, wo ich bin. Wissen nur, dass da irgendjemand ist, der gerade jemand abgemurkst hat. Okay, komm, schwing dich da mal rüber. Thank you.
Okay. Den haben wir auch. Da oben, seht mal, Leute. Der Eindringling ist hier, Leute. Hey, Moment mal, ihr könnt mich gar nicht sehen, ne? Was ist das denn hier? Oh. Ach lol. Wo bin ich denn hier? Oh lol. Okay. Das muss man erstmal wissen. Aua. Die haben mich vergiftet. Oh, Leute, diese Armbrust ist einfach mega geil. Okay, mit scharfer Munition ist aber unfair. Digga, was, hä? Digga, WTF, du wolltest dich doch gerade ergeben, willst du dich verarschen oder was? Sterben. Dieser Eindringling ist kein Bandit. Er tötet keine Unbewaffneten. Richtig. Weil warum auch? Unbewaffnete zu töten ist langweilig. Er hat voll den Herr kassiert, Alter. So.
Wo ist denn hier? Ich hab doch hier noch irgendwo einen getötet, der eine Schrot in der Hand hatte. Du hast gewonnen, Streuner. Da kann ich nichts machen. Ich habe die Mädchen und meine Freunde beschützt, solange ich konnte. Am Ende konnte ich mich nicht selbst beschützen. Ja, Waffe auf den Boden. Waffe auf den Boden, Mann! Legst du jetzt die Waffe auf den Boden? Okay. Es kommt da oben her. Alter, what the fuck? Okay, gut, in so einer Zeit muss man halt auch von irgendwas leben, ne? Also irgendwas muss man halt essen. Dings, warum weinen die denn alle, Mann? Ja gut, vielleicht halt Familienväter gekillt, aber gut. Die haben mir keine Wahl gelassen. Oh, nice. Geiles Visier. Dann nehmen wir mit. Da ist nichts drin. Dann nehmen wir auch noch mit. Alter, wie viele hier noch waren. Ja, lass mich da mal durch. Ich ergebe mich. Erwarte aber nicht, dass ich dir die Stiefel lecke. Du bist hier der Eindringling. Von die Fresse gehauen, ey. Also ihr müsst wissen, dass ich euch jetzt zumindest alle ausnocken werde. Das ist ja... Digga, eine Knarre in der Schule, du kriegst direkt eins aufs Maul. Glaube ich auch nicht. Okay. Also das Dorf ist ja mal mega groß, ey. Also wenn die das nur ein bisschen gescheiter verteidigt hätten, ey, hätte ich auch echt Probleme gehabt. Vor allem viele Leute, die hier haben. What the fuck? 3-4 Scharfschüsse, hätte ich aber alt ausgesehen. Leute, das ist ein Papagei. Ja, es geht. Hallo? Nee, das ist eine. Hä? Wer hat eine Hallo gesagt? Ey, Moment, aber hier bin ich noch nicht richtig. Bevor ich hier zu weit gehe. Hat soll ich doch überleben, oder? Vor allem voll krass, was sie sich hier aufgebaut haben. Voll schick eigentlich. Boah, Boys, ey, da bin ich direkt in Minecraft-Mode. Ich höre ganz viele Leute weinen. Aber wo sind die denn alle?
Also entweder bin ich jetzt total blöd, oder? Irgendwie? Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, ja super. Ist ja... Moment, dauert. Auch schon. Irgendwas hier. Na los, schieß doch! Das ist doch wohl das, was ihr Leute immer macht. Lügen und die Hilflosen angreifen. Dir sollte aber klar sein, dass ihr beide erledigt seid. Wir wissen, dass dein Kumpel zur Kirche gegangen ist. Wir haben ihn lediglich ignoriert. Also bring mich jetzt um, du Feigling! Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Geht doch. Ist doch nicht so schwer. Weil das nicht meine habe, ja. Alter. Ich weiß gar nicht, muss ich hier den Weg entlang? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die Brücke ist eingestürzt. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal da oben lang. So, go for it, gib ihn. Über mir atmet irgendwas. Okay, was ist das? Ja, mal auf da. Ey! Ja. Blöd. Ach, da war das. Okay. Okay, die Viecher, die kommen ja jetzt. Die sind auch zu klein, um mir weh zu tun. Okay.
Was ist das hier? Wer ist der Lehrmeister? Beziehungsweise, was ist das für ein Mann? Okay. Gehen wir da hoch. Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Na, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Ich hab dir gleich gesagt, wir sollten sie einfach töten. Wir sollten sowieso nicht. Das sind die Leute. Okay, ich glaube, die Armbrust ist zu laut. Ich habe natürlich jetzt gerade keine leisere Waffe parat. Können wir alle am Arsch lecken, können wir mich. Na ja, komm. Du hast den Fehler deines. Scheiße, ist da oben! Frisch das, du Mist! Verdammt! Ich hab das Gefühl, die sehen mich gar nicht wirklich. Die halten einfach rein. Ding ist, ich sehe die schon, dann gehen Lichtern. Vollidioten. Plöpp. Komm. Zeig dich. Der Mist! Der ist hier im Haus!
Bereite dich auf einen verdammt langsamen Tod. Aua, aua, aua. Laden ab. Unser Mann hat's übel erwischt. Alles klar, ey. Ich glaube, die Pfeile fallen, oder? Ne, auf der Distanz treffe ich ihn noch nicht. Als ob. Digga, wie der den ganzen kompletten Zauner kaputt ballert. Ist der behindert? Oh, daneben. Ungefähr da ist er. Alter! Sieh trotzdem deinen Kopf, du Penner. Und da ist die Kirche. Oh, voll in die Eier, Alter. Ja, okay, ich glaube, aufgeben ist nicht so deren Stärke, von daher haben die Erfahrung jetzt nicht ganz so viel gehalten. Aber gut, besser für mich. Loot. Ein nacheinander habe ich hier weggezogen, ne? Das gefällt mir. Das, hier ist noch jemand. Genau, unser mächtiger Scharfschütze. Da ist der Schweinehund! Hierher, hilf mir! Verdammte Scheiße, Leute! Wir werden hier abgeschlachtet! Hey, nicht schießen! Ich ergebe mich! Wäre auch sehr ratsam für dich, weil ich knall dich in die Sonne ab. Komischen Homo-Köpfe hier, Alter. Hey Mann, schon gut, ich ergeb mich. Zack. Aber ich höre immer noch Leute reden. Aber wo?
Also einer war auf jeden Fall der Gefangene da. Ach so, ich kann den jetzt befreien. Ja, warte. Pionier. Also, komm her, Digga. Keiner von ihnen. Ich verstehe. Oh, danke, dass du uns gerettet hast, Fremder. Vielen Dank. Verdammt, Freund. Wie konnte es nur so kommen? Nun, ihr seid jetzt bei der letzten Prüfung. Und ihr werdet sie mit Bravour bestehen, das weiß ich. Wenn ihr den Lehrmeister seht, dann sagt ihm, dass wir überleben werden. So wie er es uns beigebracht hat. Jo. Mach ich, Kollege Einstein. Seht ihr, das war auch nice. So, aber meine lieben Freunde, für euch geht's beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mir wissen mit einer positiven Bewertung, einem positiven Kommentar oder auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ja, euer Little Rabbit sagt ciao und haut rein.